Hier sehen wir die Untersuchung, dass wir uns einen Teilaspekt mal genauer angucken wollten. Pazuro, haben wir gesehen, wirkt sich besonders interessant aus auf den Selbstwert der Kinder, den subjektiv erlebten Selbstwert der Kinder. Und zwar sehen wir hier wieder den Graphen. Und zwar sehen wir hier wieder vorher und nachher. Es handelt sich wieder um ein dreimonatiges Ersttraining von Pazuro. Und wir sehen mit dem blauen Graphen, das ist die Selbstbeurteilung der Kinder im Selbstwert. Also es handelt sich um Fragen, war ich stolz auf mich, mochte ich mich selbst leiden. Das waren zwei Items, also eine Unterskala in diesem Fragebogen. Und diese beiden Selbstwertfragen haben die Kinder nach dem dreimonatigen Pazuro-Training statistisch signifikant besser beantwortet. Wir können also sagen, dass Pazuro den Selbstwert hier der Stichprobe, es waren 4- bis 6-jährige Kinder, nach 3 Monaten aus Kindersicht den Selbstwert verbessert. Wir können auch eine rein deskriptive Verbesserung auch aus Elternsicht sehen. Wir sehen hier den gelben Graphen, der steigt auch an. Bei den Kindern ist der Anstieg noch größer und der ist statistisch signifikant. Und das ist interessant auch aus psychologischer Sicht, weil in dem Alter 4 bis 6 Jahren der Selbstwert der Kinder auch sich schon langsam bildet. Deswegen ist das gerade besonders spannend, dass Pazuro auf diese Altersgruppe besonders positiv sich auswirkt.